Nirgendwo anders auf der Welt schläft man auf dem Boden, außer in Japan. Und in meinem letzten Schlafexperiment habe ich ausprobiert, auf härteren Böden zu schlafen und habe auch das Bodenschlafen ausprobiert, um weniger Rückenschmerzen zu bekommen, generell eingeklemmte Nerven, Blockaden, Migräne und alles, was dann noch dazu gehört. Und das hat sehr gut funktioniert. Und nicht nur das, ich habe auch keine Energieschwankungen mehr über den Alltag und habe den besten Schlaf meines Lebens. Und daraufhin wollte ich weiter auf dem Boden schlafen und habe mir eine japanische traditionelle Matratze geholt, ein Futon. Und ich nehme euch mit über ein Langzeitfazit, warum ich auch nicht mehr zu einer traditionellen Matratze oder sogar Bett zurückswitchen werde. Meine arme Nachbarin hat mir dieses Riesenpaket bis an die Tür geliefert. Das Teil ist so groß wie gefühlt unser ganzes Bett. Ich hoffe, der Bruder riecht genauso wie das, wo ich zuletzt drauf geschlafen habe als Kind. Das wäre insane. Ja! Einfach Portal nach Narnia, das Teil hier. Smell-Test. Hey, der riecht wirklich ein bisschen so. Dieser ist jetzt hier auf Schafswolle, gibt es aber auch noch mit Baumwolle und vielen weiteren. Es fühlt sich so crazy an. Oh mein Gott! Erster Feeling-Test. Oh, es ist härter, als ich in Erinnerung hatte. Ding ist, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob ich mal auf einen dreilagigen, fünflagigen oder achtlagigen lag. Der hier ist es dreilagig und das merkt man auch. Ultimate Trustfall. Okay, es ist doch nicht so hart, wie ich dachte. Aber es ist schon hart, versteht ihr, was ich meine? Ich liege auf dem Boden. The Lens Flare. Kommt schon wild mit dem Objektiv, sag ehrlich. Und ich bin super gespannt, wie die erste Nacht hier drauf sein wird. 6 Uhr und damit guten Morgen. Ich bin um 12:30 schlafen gegangen, wie immer. Bin aufgewacht und habe mich einfach frisch gefühlt. Ich bin gespannt auf den Müdigkeitscrash über den Tag, weil mit so wenig Schlaf kann man eigentlich nicht gut performen. Das ist ziemlich cool, aber ich bin sehr lichtempfindlich. Bin auch sehr gespannt, was die Schlafdaten sagen. Wenn das real ist, habe ich wirklich einen Cheatcode gefunden. Und jetzt geht's zusätzlich ab ins Training. Heute Morgen läuft irgendwie alles anders als geplant. Es regnet, ich bin viel zu früh wach, ich habe mein Handtuch vergessen, aber trotzdem habe ich gute Laune, keine Konzentrationsstörung und was für mich noch wichtig ist, meine Mobility. Ich habe öfter Probleme mit Blockaden oder generell eingeklemmte Sachen in meinem Rücken und ich merke, die Blockade ist immer noch da. Aber das Dehnen an sich vom Gefühl her vielleicht ein Ticken einfacher gewesen als sonst. Ich bin gespannt, was die nächsten Tage an Resultate dehntechnisch auch auf mich zukommen werden. Der erste Tag ist sowieso immer der spannendste, weil da die meisten Dinge passieren. Und wie man anhand meiner Augenringe erkennen kann, ich bin gerade ziemlich müde. Wir haben 20 Uhr, der Tag geht zu Ende. Aber ich habe mich den ganzen Tag über voller Energie gefühlt, voller Konzentration und hatte so gut wie keine Probleme. Dann schauen wir doch mal, was die Daten dazu sagen. Ich bin nicht nur im roten Bereich. Schlaftechnisch haben wir 4 Stunden geschlafen, darunter eine Stunde erholsamer Schlaf. Und meine Wachzeiten sind wirklich viel. Ich hatte auch Probleme beim Einschlafen. Klar, neue Gewöhnungsphase. Und REM- und Tiefschlaf ist fast im Gleichgewicht, aber alle Werte sind irgendwie nicht so, wie ich mich fühle. Es ist schon eine ganz schön lange Weile her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Dementsprechend habe ich sehr viel Erfahrung mit dem Futon sammeln können. Und wie ihr seht, ich bin in meinem Studio. Es ist ein absoluter Traum. Wirklich. Es ist so geil in seiner Wohnung. Egal welchen Platz man sich ausmalt, man kann überall liegen. Und da es derzeit hier zumindest in der Region NRW ziemlich warm ist, habe ich auch hier meine Klimaanlage. Zu laut ist für meine Freundin und ich kann mich einfach hier in mein Studio verziehen und kann hier einfach schlafen mit Klimaanlage, schön 18 Grad Celsius. Also das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man zum Beispiel zu zweit wohnt oder generell eine Wohnung hat. Gleichzeitig so eine gute Möglichkeit, hier Dehnübungen, Yoga oder was auch immer euch in den Sinn kommt, da drauf zu machen. Und hier
Den Morgen zu starten ist so verrückt. Das hat einen ganz besonderen Vibe. Und auch wenn hier in meinem Studio echt Chaos noch herrscht, weil ich noch in ein paar Produktionen festhänge, fühle ich mich so wohl hier zu schlafen. Also nimmt es mir nicht übel, wenn es hier aussieht, als wäre hier eine Bombe eingeschlagen. Ich kann gerade wirklich sagen, dass ich den besten Schlaf meines Lebens bekomme. Nicht nur die Daten das zeigen, dazu kommen wir aber gleich noch. Ein finales Daten-Update. Nein, nicht nur mein Muskelkater zum Beispiel. Ich bin Kraftsportler. Mehrmals die Woche ins Gym und der Muskelkater hat mich eigentlich immer davon abgehalten, öfter zu gehen und der ist jetzt deutlich schneller wieder weg. Heißt, meine Regeneration ist durch die Decke gegangen. Ich fühle mich auch deutlich erholter. Das liegt zum einen daran, ich mag es, wenn es kühl ist beim Schlafen und die Wissenschaft zeigt auch, 18 Grad Celsius ist die optimale Temperatur, um entspannt schlafen zu können. Und mit einer herkömmlichen Matratze, und ich habe echt schon viele getestet, habe ich es nie geschafft, selbst, also körpertechnisch, auf diese Temperatur zu kommen. Und mit dem Futon, wenn man sich hier drin bewegt, das ganze Movement sorgt für eine gute Airflow und eine ganz einfache Temperaturregelung mit natürlichen Stoffen. Und nicht aus irgendeinem Schaum, wie eine Matratze entstanden ist, durch irgendein Presswerk oder ähnliches. Gerade weil die Industrie mit schlechtem Schlaf sich wirklich sehr, sehr dumm und dämlich verdient. Ich freue mich auch schon, sobald ich mal ein größeres Auto habe, habe ich ja quasi eine Matratze to go. Das heißt, ich kann die einfach so mitnehmen und in mein Auto packen und habe einfach eine Matratze. Oder egal auch, wo ich bin, ich kann die einfach mitnehmen, die kann man ja zusammenrollen. Gleichzeitig kann man sie auf vorhandenen Möbelstücken einfach zusammengefaltet drauflegen und hat nochmal einen gepolsterteren Untergrund. Gerade mit Holzpaletten sieht das einfach geil aus. Und wie viel hat mich das jetzt gekostet? 199 Euro? Das ist das Geld echt wert, so ein vielseitiges Stück zu besitzen. Wenn ihr das Ganze auch mal testen wollt, um generell eure Erholung und eurem Schlaf zu verbessern, habe ich euch den Link in die Beschreibung gepackt. Ich habe echt schon einige Schlafexperimente gemacht. Generell bin ich ein Typ, der nie gut geschlafen hat. Gerade mit ADS-Diagnose und wahrscheinlich sogar REM-Schlafstörung. Deswegen habe ich jetzt auch noch einen Termin beim Arzt Ende des Jahres. Also im Schlaflabor, dann gucken wir, woran das liegt. Aber mit diesem schlechten Schlaf, natürlich kann man da nicht gut performen im Alltag. Das hat sich wieder gespiegelt beim Kraftsport, in Gesprächen, in neurologischen Symptomen. Schlechter Schlaf ist so verantwortlich, wie wir eigentlich leben. Und ich bin froh, das ausprobiert zu haben, da ich jetzt wirklich gut schlafe. Ich bekomme gerade den besten Schlaf meines Lebens. Und es fühlt sich einfach nur auch ein bisschen erleichtert an. Apropos erleichtert, ich habe auch absolut keine Rückenschmerzen mehr. Klar, der ist dreilagig, das ist verdammt hart und ich habe jetzt gerade den Teppich drunter, wo eigentlich Tatami-Matten drunter sein sollten, die nochmal für eine bessere Belüftung sorgen. Aber der dreilagige ist mir persönlich 10% zu hart, aber auch nur an meiner Hüfte, weil ich Seitenschläfer bin. Und da so eine leichte Druckstelle entstanden ist, ist halt wie so ein blauer Fleck. Das ist jetzt nichts Großes, aber wenn man das verhindern könnte, dann, ja, dann macht man das natürlich und das wäre zum Beispiel mit dieser Tatami-Matte, die man dann hier drunter packt. Aber dafür, dass ich keine Rückenschmerzen habe, keine Blockaden, keine eingeklemmten Nerven, gar nichts mehr und sogar meine Migräne ist bis dato nicht einmal mehr ausgebrochen. Ich weiß nicht, ob das wirklich an dem Futon liegt. Zumindest migränetechnisch, aber ich fühle mich körperlich auf jeden Fall besser. Und ich kann mich auch einfacher dehnen. Ich bin noch weniger steif. Und ich habe ja schon selbst Experimente gemacht mit Nadelmatten, die auch den Körper entspannen sollen. Und das hier ist doch mal ein ganz anderes Level. Das hört sich so an, als bin ich irgendwie ein Verkäufer für Futon-Matratzen, aber was soll ich sagen? Da gibt es aber noch einen weiteren Negativpunkt, wenn man es so sehen will. Der Boden muss immer crispy clean sein, wenn man jetzt ohne Tatami-Matten drauf schläft, weil dieses Material sauber zu bekommen, stelle ich mir sehr, sehr stressig vor. Deswegen immer den Boden so clean wie möglich halten. Es gibt natürlich Bezüge, die man hier verholen kann. Ich versuche das so schlicht und so minimalistisch wie möglich zu halten. Deswegen kommt bei mir kein Bezug drauf. Gibt ja auch Polsterreiniger und gibt ja jetzt mittlerweile viele Technologien, die man hier verwenden kann, um solche Sachen zu reinigen. Aber das alles natürlich mit einem Mehraufwand. Aber den gehe ich ein, weil ich faul bin. Und auch, dass man immer für eine gute Belüftung sorgen sollte. Das heißt,
heißt, den öfter mal wieder zusammenfalten und wieder aufhalten, da sich hier Schimmel trotzdem bilden kann. Es besteht die Möglichkeit und das sollte man wissen. Deswegen nach einer längeren Zeit einfach mal auch ausschütteln, irgendwo aufhängen, einfach in Bewegung halten. Übrigens dadurch auch eine hervorragende Matratze für Gäste. Und wir haben eine Couch mit Schlaffunktion. Ich würde aber meinen Gästen lieber diese Matratze empfehlen, wenn ich nicht selber drauf schlafen würde. Diese Nachricht bekomme ich jetzt immer öfter. Du hast letzte Nacht gut geschlafen, sag Hallo zu messerscharfem Fokus und glasklarem Denken. Und gleichzeitig tue ich mein Schlafdefizit, den ich über die Jahre angebaut habe, abbauen. Meine Erholung ist immer mehr im grün erholten Bereich. All meine Werte wie Herzfrequenz, Variabilität, die Ausschlagen dafür ist, wie gesund man eigentlich ist, kardiovaskulär, steigert sich genauso wie die Schlafleistung, die Beständigkeit, Effizienz, wie auch geschlafene Stunden und erholsamer Schlaf. Der lag nämlich mal bei 2 Stunden. Schlafdefizit wird immer weniger und mein Ruhepuls ist auch runtergegangen. So sieht mittlerweile meine Aktivität im Schlaf aus. Ziemlich wenig, richtig? Wieder um 0.30 Uhr schlafen gegangen, 8.45 Uhr aufgestanden, mit 3 Stunden erholsamem Schlaf insgesamt 7,5 Stunden geschlafen. 37% meines Gesamtschlafs in qualitativen, erholsameren Schlaf verbracht. Das liegt immer zwischen 30% und 50% mittlerweile bei mir. Und das sind Optimalwerte. Genauso wie die Wachzeiten. Teilweise steht hier eine Viertelstunde. Ein normaler Mensch ist ungefähr 1 bis 2 Stunden in der Nacht wach durch Wachphasen. Meine sind auf 36 Minuten gedroppt, teilweise sogar 15. Tief- und REM-Schlaf liegen auch noch im Normbereich. Ich sag mal so, gestern gab es auch noch ein paar Aktivitäten, die das definitiv nicht begünstigt haben, da jetzt optimale Ergebnisse liefern zu können. Man kann ja ganz gut erkennen, dass meine Schlafleistung definitiv besser geworden ist. Genauso mein Schlafbedarf, obwohl ich gleichbleibend geschlafen habe von der Zeit her. Gleiche Menge an Schlaf, aber qualitativeren Schlaf heißt weniger Schlafdefizit. Und wenn ihr nicht nur Unterstützung im Schlaf, sondern auch im Muskelaufbau haben wollt, dann checkt meinen Partner Prozis ab. Da kriegt ihr 10% mit meinem Gutscheincode. Bin gespannt auf euer Feedback, ob ihr das wirklich in Betracht zieht, auch auf einer japanischen Matratze in Zukunft zu schlafen oder was ihr generell von dem Thema haltet. Lasst mir gerne einen Kommentar da unten, Like und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Haut rein, Peace.